So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 10. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen und schauen, wie sich die Situation jetzt post der EZB-Sitzung gestern natürlich darstellt. Eine, sofern ich gesehen habe, relativ unspektakuläre Veranstaltung. Interessanterweise wurde irgendwie ein Taper in Aussicht gestellt, eine Reduktion der Anleiheaufkäufe. Vielleicht kann mich ganz kurz jemand ins Bild setzen. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch, vielleicht habe ich nicht ausreichend intensiv gesucht, aber vielleicht ist es auch tatsächlich nicht so konkret formuliert worden. Gestern die EZB-Pressekonferenz mit Frau Lagarde nicht verfolgt. Aber ich habe dann im Anschluss auch nicht irgendwie finden können, wie groß denn jetzt dieser Taper sein soll, diese Reduktion des aktuellen PEP-Programms, der geldpolitischen Stimulus, der dort seitens der EZB weiter vorangetrieben werden soll, der jetzt aber dennoch infolge des steigenden Inflationsdrucks reduziert werden soll. Also wie hoch das jetzt sein soll, was man dort plant, irgendwie zu reduzieren im Hinblick auf die Anleiheaufkäufe, das entzieht sich noch so ein bisschen meiner Kenntnis. Vielleicht kann mich da ganz kurz jetzt just in diesem Moment vielleicht ins Bild sehen, jemand ins Bild setzen, einfach mal einen Link einstellen, wie viele Milliarden dort dann eben im Hinblick auf diese aktuellen Anleiheaufkäufe reduziert werden sollen. So wie sich der DAX jedenfalls darstellt, ist es nicht wirklich aussagekräftig in irgendeiner Form oder imposant, ausreichend imposant, dass es in irgendeiner Form eben einen stärkeren Abgabedruck nach sich zieht. Ganz im Gegenteil, wir bouncen und sind aktuell wieder auf dem Weg zurück in Richtung der 15.700er Marke. Also ein wirklich signifikanter Taper, der scheint dort jedenfalls seitens des Marktes nicht erwartet zu werden. Und also das ist natürlich der Blick, den wir uns gönnen wollen, wo wir einen Blick drauf werfen wollen. Wir werden natürlich auch einen Blick werfen auf Gold, aktuell auf dem Weg zurück in Richtung und zurück über sogar die 1800er Marke. Wirklich dynamisch ist das noch nicht. Mal schauen, groß im Ganzen hat sich das Bild unwesentlich eigentlich verändert. Wir scheinen weiterhin so der Entwicklung hier besonders im Hinblick auf die US-Märkte eben zu folgen und besonders hier auch abzuwarten, wie sich dann das Bild darstellt post des 22. September dann, dass der jetzt am Mittwoch übernächste Woche dann entsprechend mit der FED-Sitzung in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, wo wir dann natürlich die Frage hoffentlich beantwortet kriegen, wie es da mit den Anleiheaufkäufen weitergeht. Volatilität auch auf jeden Fall weiter auf dem Rückmarsch, auch in den USA. Also hier haben wir keinerlei Spike zurück über das 20er-Level zu sehen bekommen. Und auch da werfen wir einen Blick natürlich drauf. Krypto werfen wir einen kleinen Blick drauf, selbstverständlich. Und also wir haben einiges an Themen, die wir heute uns in den Wochenschluss widmen wollen. Bevor wir offiziell starten, hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt, der kann im Trading für einen, der kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil stellt man sich die Frage, beantwortet für sich selbst persönlich die Frage, ob man sich für den Handel mit diesen Produkten eignet. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de, dort auch das komplette Produktportfolio hier von Markets. Das geht über CFDs und FX-Produkte eben noch hinaus, physische Aktien, ETFs und dergleichen. Hier gerne für weitere Informationen auch der Elena eine E-Mail schreiben. Wenn ihr Fragen an mich habt, rund um die Märkte, Einschätzungen zu bestimmten Märkten wünscht, hier im Morning Meeting und dergleichen, lasst es mich gerne wissen. Sei es in der Description Box oder beziehungsweise Chatbox unterhalb dieses Videos, falls ihr euch die Aufzeichnung jetzt auf YouTube anschaut oder über Twitter oder via E-Mail oder via meiner Webseite jk-trading.com. Da gerne auf den Tab Forum eben tatsächlich klicken. Da gibt es auf jeden Fall diverse Möglichkeiten, wie wir zusammenfinden können. Ich mache einmal hier die Markets X Handelsplattform auf, stelle einmal wie gewohnt auch den Link zwecks eines Demos hier in die Chatbox. So. Und ergänze das Ganze noch mit einem heute erschienenen Blogartikel im Zusammenhang mit dieser Serie. Was macht einen erfolgreichen Trader aus? Da habe ich eine Blogartikelserie erstellt. Und den stelle ich auch einmal hier ein für alle diejenigen, welchen, die jetzt sagen, wo ist denn jetzt der Link, den kann ich hier nicht sehen, also beziehungsweise der sich die Aufzeichnung anschaut, steht natürlich auch unterhalb des Videos oder einfach in diesem Zusammenhang gerne auf meine Webseite gehen, jk-trading.com, gleich auf der Hauptseite hier findet man den, was macht einen erfolgreichen Trader aus, und da ist dann eben Artikel Nummer 3 innerhalb dieser Serie. Die Serie geht noch ein bisschen weiter, muss mal kurz gucken, ich glaube, ich habe 7 oder 8 Teile in diesem Zusammenhang, die dort vielleicht von Interesse sind. Also wer übers Wochenende ein bisschen schmökern möchte, der findet hier sicherlich einiges an Input, auch aufbauend auf den jüngst erschienenen Artikeln schon letzte Woche im Hinblick auf Growth Mindset beispielsweise. Und davor
im Hinblick auf eben die Motivation, die Trader haben, die nicht im monetären Bereich eben anfallen. Die sind auch innerhalb dieses Artikels eben entsprechend verlinkt. Ja, und das also im Zusammenhang hier mit diesem Artikel, mit diesem Blogartikel. Hier einmal der Blick, wie gesagt, auf den DAX. Und ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Hier wird aber alles gut gestreamt. Hier wird auch alles gut gestreamt. Hier kommt auch alles an. Sehr schön. Ja. Also sollte sich das irgendwie ändern, lasst es mich gerne in der Chatbox wissen. Hier können wir sehen, wie gesagt, der DAX auf dem Weg in Richtung der 15.700er Region. Dieser rotfarbene Kasten, das ist jener Kasten, den ich auch in meiner gestrigen DAX-Analyse hier herausgestellt hatte und wo wir hier erkennen können, dass sich dort eine potenzielle, ja, ein potenzieller Short-Trigger oder Widerstandsregion auf jeden Fall ergibt, gegen den wir eventuell nochmal überrollen können. Natürlich, wir haben eine relativ choppige Eröffnung gesehen. Bis hierhin handeln wir oberhalb oder stabilisieren uns oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Das ist hier diese gleitende Durchschnittslinie, die wir zu sehen bekommen, die wir hier erkennen können. Bedeutet also etwas konkret gesprochen, solange wir oberhalb des EMAs handeln, wäre ich hier sehr vorsichtig. Aber sollte es jetzt zu einem Überrollen kommen, sieht derzeit nicht danach aus, aber sollte es jetzt in den Folgestunden zu einem Überrollen in diesem Bereich kommen und dann auch zu einem Fall zurück eben unter den EMA 50 in dieser Stelle, dann würde der Vorteil für mich jedenfalls in Richtung Short kippen und dann eventuell gibt es nochmal ein Leg Down, welches uns, mal schauen, ob es so dramatisch würde, soweit will ich jetzt noch nicht gehen. Aber eventuell hier nochmal ein Test dann der aktuellen Wochentiefs eben nach sich zieht. Wir haben gestern ja zur Markteröffnung hier, kurz nach der Kassaeröffnung, haben wir einen relativ scharfen Stint auf der Unterseite gesehen. Dieser ist dann nicht fortgeschrieben worden, sondern stattdessen haben wir eben hier uns relativ zügig erholen können. Ich schaue mal ganz kurz hier, wie die Reaktion auf die EZB war. Und daran kann man schon erkennen. Also es wird jetzt irgendwie thematisiert, dass ein Taper da vielleicht in irgendeiner Form ein Thema wird. Aber ich schaue jetzt auch gerade hier in die Chatbox. Wenn es da was gäbe, dann hätte das mit Sicherheit jetzt schon einmal jemand hier reingeschrieben. Also es scheint dann so zu sein, dass es wirklich keine konkrete Zahl gab, die da irgendwie in irgendeiner Form kommuniziert wurde. Und ja, was wir eben hier erkennen können ist, wir hatten schon eine Stabilisierung zu sehen bekommen, rollten leicht über, das war hier die 5-Minuten-Kerze. Obwohl, stimmt gar nicht. Kurz hier ein bisschen auseinander scrollen. Das ist tatsächlich gar nicht die 45er-Kerze. Das ist die hier. Da ist das Statement eben über den Ticker gelaufen. Und ja, was wir zu sehen bekommen, ist, dass wir eben hier einen Schub zu sehen kriegen, der uns dann innerhalb von 5 Minuten zurück über die 15.600er Marke eben laufen lässt. Wir zogen dann schon in diese Gefilde, die wir auch jetzt hier vorstoßen. Dann Post eben der EZB und mit den US-Märkten eben, das ist der Bereich um 15,7, rollten hier zunächst über. Die US-Märkte haben sich dann nicht ganz so freundlich, nicht ganz so stark präsentiert. Also von diesen kurzzeitigen Aufschlägen ist nichts übergeblieben, zumindest in den Handelsschluss hinein. Allerdings sehen wir jetzt einen erneuten Versuch, eben diesen Bereich zurückzuerobern. Und sollte es gelingen, dass wir uns über die 15.000 oder oberhalb von 15.700 Punkten in der Lage sind zu stabilisieren, dann könnte es einen verhältnismäßig erfreulichen Wochenschluss in Anführungsstrichen geben nach diesen Abschlägen, die wir hier zu sehen gekriegt haben. Das war am kurz zurückgehen, Mittwoch war das, ne? Genau, Mittwoch, dieser schärfere Push hier. Sollte es gelingen, dass wir uns oberhalb von 15,7 eben halten, stabilisieren, konsolidieren können, dann wäre mit eventuell auch entsprechenden positiven Vorgaben seitens der US-Märkte in dem Zusammenhang dem dann klaren Verteidigen der 4.500er Region. Es gab auch gestern hier einen kurzen Versuch. Also wir sahen zur Markteröffnung 15:30 Uhr hier gab es eben entsprechend einen kurzen Spike auf der Oberseite. Allerdings in den Abend hinein wurde dann nochmal diese 4.500er Region attackiert. Wir sind allerdings nicht drunter gelaufen und zwar so nachhaltig, dass wir eben hier eine ernsthafte Gefahr in irgendeiner Form für diesen Bereich irgendwie ausmachen können. Diese Gefahr ist natürlich weiterhin durchaus noch gegeben. Also sobald wir natürlich über diese gestrigen Tageshochs hier um 4.530 laufen würden, würde ich sagen, ist die Gefahr gebannt, dass es hier nochmal zu einer Attacke auf die 4,5 kommt. Und dann sieht es erstmal ganz danach aus, als wenn wir eben diese Aufwärtsstruktur in der Lage sind, eben beziehungsweise den Aufwärtstrendkanal auch entsprechend zu halten, dass wir dann erneuten Bounce zu sehen bekommen. Wobei dann natürlich abzuwarten bliebe, ob es dann auch höhere Hochs gibt. Also dann müsste zügig auch eine entsprechende Markierung neuer Allzeithochs erfolgen, die allerdings im Bereich des Möglichen liegt. Wir handeln aktuell nur rund 1% unterhalb dieser. Das würde dann entsprechend eben diese bullische Struktur zunächst fortschreiben. Es würde nicht die Gefahr bannen, dass wir dann früher oder später einfach einen heftigeren Pull-in zu sehen bekommen. Beispielsweise durch eine entsprechende Taper-Diskussion seitens der Fed. Man muss allerdings mittlerweile auch sagen,
Es macht mehr und mehr den Eindruck, als wenn man immer wieder neue Gründe eigentlich irgendwie ins Feld führt seitens der Notenbanken beziehungsweise auch der Politik generell, der Regierung und dergleichen, eben in irgendeiner Form neue Angst zu schüren in irgendeiner Form oder irgendwelche Schreckensszenarien zu skizzieren, die es dann erneut ermöglichen, eben mit dem derzeit nicht nur sehr, sehr expansiven geldpolitischen Kurs fortzufahren, sondern auch entsprechend die eingeleiteten Maßnahmen im Hinblick auf eben das Eindämmen dieser Pandemie und dergleichen irgendwie zu verlängern. Das ist nicht nur hierzulande der Fall, das macht sich auch in den USA bemerkbar. Wir haben auch in diesem Zusammenhang beispielsweise von der Biden-Administration, ich habe den Namen jetzt von dem Herrn nicht mehr auf dem Schirm. Ich will mal ganz kurz gucken. Einen Moment. Ich gucke mal kurz, ob ich den finde. Einen Moment. Das ist nämlich ganz, ganz interessant, ehrlich gesprochen, was meine Ausführungen hier jetzt gerade so ein bisschen auch unterstreichen dürfte. Einen Moment. Ich muss allerdings ein bisschen suchen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich, wo ich den gefunden habe. Und zwar Stichwort Transitory und Inflation. Das war schon nett formuliert ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Ein Moment. Guck mal eben hier. Ach, na, perfekt. So soll es sein. So, einen Augenblick. Ich zeig mal ganz kurz hier diesen Tweet. Und zwar, es ist der NEC Director Brian Deese on rising grocery prices. If you take out those three categories, beef, pork and poultry, we've actually seen prices increases that are more in line with historical norms. Worauf bezieht er sich hier? Nun, es ist ein Statement von, jetzt muss ich mir ganz kurz gucken, was ist die NEC eigentlich? NEC, USA, US, wie heißt das? Ja, what? Nee, nee, das ist auch ein Unternehmen. NEC. So, egal. Also auf jeden Fall der Herr, der hat sich hier entsprechend geäußert und nun, wie bekommt man jetzt aktuell diesen Inflationsdruck irgendwie argumentiert? Man stellt sich einfach hin und man berechnet einfach diesen Warenkorb neu, beziehungsweise man interpretiert ihn einfach verschieden. Also ich zeige es mal etwas anders. Trading Economics, wir wissen ja, das gilt ja nicht nur jetzt hier in Bezug auf Europa, Deutschland, beziehungsweise eben nicht nur den europäischen Bereich, sondern dieser Inflationsdruck, der macht sich ja rund um den Globus bemerkbar durch diesen geldpolitischen Stimulus. Die Inflationsrate auch in den USA ist dramatisch angestiegen, konsolidiert deutlich oberhalb von 5%. Und es wird ja kontinuierlich darauf verwiesen, das ist transitory, also das ist vorübergehend nur entsprechend. Und dann ist früher oder später damit zu rechnen, dass es eben zu einer Normalisierung kommt. Und nun ist es eben so, dass diese Ausführungen hier, also die werden ziemlich zerrissen. Also man kann das bei Twitter, kann man das relativ gut sehen. Ich bin da jetzt für 4 oder 5 Mal bin ich über diesen Auszug hier gestolpert und das wird von vielen tatsächlich thematisiert, natürlich besonders Kritikern des geldpolitischen Kurses seitens der Fed, auch ganz besonders eben Kritikern der Biden-Administration, die viele der jetzt verabschiedeten Maßnahmen sehr, sehr skeptisch beäugen. Und nun, nichtsdestotrotz ist es eben beeindruckend, wie damit umgegangen wird mit diesem Inflationsdruck. Man geht einfach her und sagt dann so Sachen wie zum Beispiel, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel hier eben den Inflationsdruck, den wir ausmachen können im Lebensmittelbereich rausnehmen, wenn wir eben hier Fleisch rausnehmen, Beef, Pork, Poultry an dieser Stelle beispielsweise, dann ist es so, dass dieser aktuelle Preisanstieg, den man dort ausmachen kann, in line with historical norms ist, also dass der historisch genauso auch messt war. Und das ist der Grund dafür, warum die Inflation anzieht. Das sind natürlich alles fadenscheinige Gründe, die ins Feld geführt werden, aber das ist, was ich damit meine. Man bedient sich dann einfach einer entsprechend angepassten Rhetorik oder man dreht und wendet so lange, bis es einfach dann in das jeweilige Narrativ passt. Und ausgehend von diesem rechtfertigt man dann eben ein Fortbestehen dieses geldpolitischen Kurses, den man eingeschlagen hat. Also ich formuliere es anders. Selbst wenn diese Zahlen hier im Hinblick beispielsweise auf die Inflation, dieser deutliche Inflationsdruck, deutlich erkennbar ist. Selbst wenn jetzt dann auch die Arbeitsmarktzahlen, gut, die letzten Non-Farm-Payrolls sind eben deutlich unter der Erwartung veröffentlicht worden, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Entwicklung am Arbeitsmarkt hinsichtlich der Arbeitslosenquote zum Beispiel in den USA anschaut, da gibt es mehrere Gründe, die durchaus es rechtfertigen würden, eine Reduktion der Anleiheaufkäufe eben auf den Weg zu bringen. So wie auch beispielsweise gestern seitens der EZB in Aussicht gestellt. Nur man drückt sich eben um konkrete Zahlen, man weiß nichts Genaues an der Stelle, man will auch nichts Genaues kommunizieren, was wiederum unterstreicht, dass man gar nicht vorhat, in irgendeiner Form diesen geldpolitischen Wahnsinn irgendwie einzudämmen.
Obwohl er eigentlich gar keine Grundlage mehr findet, bedeutet etwas anders formuliert, jetzt in Bezug eben auf diese Taper-Spekulationen, die aktuell stattfinden. Selbst wenn man, also die Fed hat offensichtlich gar keine Intention. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, in irgendeiner Form geldpolitisch aktiv zu werden, weil das, was man derzeit zu sehen bekommt, offensichtlich einfach einem entsprechenden, ja, vielleicht Plan folgt oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte. Einfach, dass man hatte gar keine Motivation in irgendeiner Form an diesem geldpolitischen Exzess derzeit irgendwas zu ändern. Selbst wenn auch die Vorzeichen sich deutlich in Richtung einer Reduktion verändern, beziehungsweise eben deutlich machen, dass eigentlich eine entsprechende Anpassung nötig wäre, beispielsweise in Form einer Reduktion dieser Anleiheaufkäufe. Sprich, also etwas anders formuliert, es käme mittlerweile, ehrlich gesprochen, wenn man jetzt anfängt, das mal genauer zu betrachten, wenig überraschend, wenn die Fed gar nichts an ihrem geldpolitischen Kurs ändert in irgendeiner Form. Also nicht, dass man erwarten würde, dass das irgendwie sowieso eine Option darstellt, vor dem Hintergrund eben des sehr, sehr fragilen Umfelds aus konjunktureller Perspektive, in dem wir uns bewegen. Also nicht, dass man es missverstehen. Also ich bin nicht, ging nie und werde auch nie davon ausgehen, dass sich an diesem geldpolitischen Exzess irgendetwas jemals ändern wird. Aber zumindest mal eine Reduktion in Aussicht zu stellen oder zumindest mal kurzzeitig in irgendeiner Form, irgendwie in irgendeiner Weise, ich möchte mal sagen, wenigstens den Anschein zu erwecken, dass man hier es noch mit einem einigermaßen normalen Marktumfeld oder dergleichen zu tun hat. Es ist ehrlich gesprochen, wenn man sich das jetzt anschaut, wie gesagt, wenn man das eben hier auf sich wirken lässt, diese Ausführung von Herrn Dies in diesem Zusammenhang, es macht nicht den Eindruck, als wenn die Politik dort in irgendeiner Form oder Geldpolitik dann in irgendeiner Form plant, irgendwelche Veränderungen auf den Weg zu bringen. Das bedeutet, etwas anders formuliert, rein aus technischer Perspektive hat sich das Bild nicht verändert und es bleibt auch weiter dabei, dass es irgendwie eine Option darstellt, dass da irgendwas in die Richtung kommuniziert wird. Aber desto länger man sich damit beschäftigt, desto mehr man das auf sich wirken lässt, desto mehr dämmert einem irgendwie, dass es dort keine große Veränderung geben wird und dass man auch eventuell noch nicht mal rhetorisch in irgendeiner Form irgendwelche Experimente wagen wird. Und das fügt sich ja auch relativ gut in das ein, was wir jetzt im Hinblick auf die EZB zum Beispiel zu sehen bekommen haben, weswegen dann auch nicht nur hier im Hinblick auf den S&P die 4500er-Region, zwar ein Schlüssellevel bleibt, aber eher wahrscheinlich verteidigt werden kann, als dass wir den Break tiefer und eine tiefere Korrekturbewegung zu sehen bekommen. Und das Gleiche sehen wir dann im Hinblick auf den DAX, weswegen der hier eben keinen stärkeren Push nochmal in Richtung der 15400er-Region zu sehen bekommt, sondern stattdessen sich eher aufmacht, hier diesen potenziellen Short-Trigger in Anführungsstrichen zu überlaufen, beziehungsweise dann oberhalb von 15700 Punkten sich zu stabilisieren und dann zwar in diesen insgesamt choppigen Grundmodus wieder eintauchen würde, hier auf Stundenbasis, aber eher dann sich früher oder später in Richtung Allzeithochs wieder und 16.000er-Region hangeln wird, als dass es hier zu einer ernsthaften Attacke eben auf der Unterseite kommt. So, das ist also das aktuelle Bild, so wie es sich darstellt. Ja, also groß verändert hat es sich eben tatsächlich nicht. Wie gesagt, Intraday halten wir uns oberhalb des EMA 50. Sobald wir über die 15.7 brechen würden, wären weiter Aufschläge denkbar, die uns vielleicht sogar in Richtung der 15.800er-Region führen, vielleicht sogar dann höher. Aber zumindest mal, das deutet darauf hin, dass wir einen verhältnismäßig ruhigen Wochenschluss eben zu sehen bekommen. Wirtschaftsdatentechnisch sind wir relativ dünn weiterhin. Hier einmal ganz kurz der Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender. Nichts Spektakuläres, was in irgendeiner Form über den Ticker läuft, also Earnings-Kalender in Bezug auf den US-Markt, was heute Nachmittag hier erwartet werden sollte. Keinerlei News, die in irgendeiner Form größere Volatilität in irgendeiner Form begünstigen oder sonst dergleichen. Also das höchste der Gefühle war noch GameStop, beziehungsweise UiPath und gestern dann noch Lulu, wobei Lulu hatten wir, Verzeihung, hier rum. Nein, auch nicht da. Lulu hat sich gestern dann auch nicht so spektakulär präsentiert. Also da gab es zwar dieses scharfe Gap aufwärts, aber der starke Drive über die 4,35, der ist eben ausgeblieben. Man hätte jetzt arbeiten können, vielleicht gegen den VWAP an der Stelle, aber selbst der konnte nicht wirklich gehalten werden. So möchte ich es mal formulieren. Wir hatten zwar, machen wir es mal groß, wir hatten zwar gestern ein Initial zur Markteröffnung hier, ja, also auch mit viel, 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 viel Wohlwollen, einen kurzen Versuch, eine kurze Attacke auf die vorbörslichen Hochs, die im Bereich um 4,35 liefen. Da gab es einen kleinen Pull-in. Und ich hatte
Für meinen Gameplan gestern hatte ich die 420 bzw. 425 zum Thema gemacht. Wir sind dann einmal hier bis in diesen Bereich, beziehungsweise hier um 17 Uhr dann. Das ist jetzt eine Minuten, ist ein Minutenchart. Sind wir in diese Gefilde um 420 gelaufen und konnten gegen diesen Bereich uns nochmal abstoßen. Das heißt also, die technisch von mir identifizierten Level, besonders der S2 an der Stelle, die haben halt verhältnismäßig gut funktioniert. Also besonders eben die 420er-Region hier. Aber nichtsdestotrotz war das jetzt keine super starke Performance. Das war sogar ein verhältnismäßig schwacher am Schluss, ehrlich gesagt, auf solch einen guten Earnings-Report. Wir haben natürlich für den Tag, haben wir immerhin einen Großteil der Gewinne haben wir verteidigen können, die infolge dieses Gap-Ups hier stattgefunden haben. Aber nichtsdestotrotz war das jetzt keine wirkliche starke Follow-through-Action. Also das heißt, etwas anders formuliert, das war jetzt auch nicht wirklich spektakulär oder besonders stark in irgendeiner Form. GameStop hat sich auch nicht in irgendeiner Weise so präsentiert, dass man gesagt hätte, da haben wir jetzt gestern den regelrechten Ausverkauf in Anführungsstrichen gesehen. Ganz im Gegenteil, wir hatten diese schwachen Vorgaben, diese Attacke auf die 180er-Region, die hatten wir zu sehen bekommen, konnten allerdings diesen Bereich dann hier, wie man es dann auf der Stunde erkennen kann. Moment, wir müssen ein Stück zurückgehen. Ah. Eigentlich war es die 170er-Region. Also ich hatte auch keine Level vorbereitet. Wir haben auf jeden Fall in den Abend hinein, haben wir dann wie so ein V eingezeichnet, Großteil dieser Verluste hier, dieses Gap-Downs, haben wir wieder aufholen können in den Handelsschluss hinein. Also ich hatte ja ein bärisches Bild für GameStop skizziert, ohne dass ich jetzt besonders einen Fokus darauf gelegt hätte oder dass ich das als besonders attraktiv erachtet hätte. Auch dieser Drop auf der Unterseite ist ausgeblieben. Also aus der Perspektive an der Front wird es wahrscheinlich jetzt wenig Spektakuläres geben. Was mit Sicherheit beeindruckend ist, ist das, was wir dann hier wieder zu sehen bekommen, jetzt im Biotech-Bereich. Also dann in dem Fall ganz besonders Moderna. Nach diesem vertikalen Kursanstieg hatten wir ja einen Test oder eine fast punktgenaue 30% Korrektur zu sehen bekommen hier mit 150 Dollar, die wir in weniger Tage eingeleitet hatten. Anfang August hatten wir, das war hier am 9., hatten wir eine Marktkapitalisierung von 200 Milliarden kurzzeitig mit 500 US-Dollar pro Aktie. Dann kam es hier zu diesem relativ scharfen Einknicken und entsprechend eben dann einem Bottoming Out, so in Anführungsstrichen hier am 13., 16. war es eher, ne? Das war Montag. Ja, da gab es eben diese Stabilisierung gegen diesen Bereich. Wir haben dann jetzt hier den Bereich um 400 deutlich zurückerobern können. Diese Rückeroberung, die hat schon in den letzten Tagen tatsächlich stattgefunden. Hier, das war 3. September, ich muss mal kurz die Woche, letzte Woche Freitag. Und über die gesamte Handelswoche jetzt haben wir eben hier einen sehr, sehr starken Drive gesehen und auch präsentieren uns unter wirklich anziehendem Volumen. Also ich will das mal ganz kurz vielleicht hier noch ein bisschen konkreter einfangen. Ich gehe mal kurz auf Finwiz. Und dann können wir mal ganz kurz uns das durchschnittliche Volumen nicht nur von gestern, sondern insgesamt anschauen. So, hier haben wir Moderna. Also, wir sehen gestern wieder 22 Millionen Stücke gehandelt worden. Durchschnittlich werden 17,47 gehandelt. Das war jetzt nicht außergewöhnlich, aber es war ausreichend so, dass man sagt, da ist ein verstärktes Interesse gegeben. Dieser Schluss gestern auch. Das ist ein extrem starker Schluss im Bereich der Tageshochs. Anziehendes Volumen. Wir sehen übrigens, wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man hier sehen, das ist zwar nur marginal, aber wir sehen einen ausmachbaren grünen Balken, volumentechnisch, der eben über dem liegt, was vorher sich hier präsentiert hat. Also das bedeutet gestern, das ist ein durchaus anziehendes Volumen, was man hier hineininterpretieren kann und was eben auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir eher früher als später wieder in Richtung hier dieser Hochs um 500 US-Dollar eben die Aktie laufen dürften. Sprich also dieser starke Schluss von gestern, der offenbart dann auch für heute durchaus bullisches Potenzial. Also selbst wenn wir aus der klassischen, ich sag mal, Earnings-Perspektive keine Impulse sehen, so sieht es dennoch danach aus, als wenn, wie gesagt, von Moderna hier in dem Fall ein Fortschreiben der jüngst bullischen Action eben erwartet werden sollte und dann eben auch oberhalb von 460, sofern wir diesen Push zu sehen bekommen, entsprechend eben vielleicht sogar heute der Marsch in Richtung der 500er-Region eben eingeleitet wird, auch weil sich das übergeordnete Bild eben im Hinblick auf Equities weiter sehr, sehr freundlich darstellt. Wir können mal ganz kurz einen Blick drauf werfen übrigens. Ich mache mal eben hier die Vorbörse rein. In Moderna, ich habe die Aktie. So, mal kurz. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier so. Ja, das können wir schön sehen hier. 64. Das heißt also, wir werden auch wahrscheinlich wieder ein Gap-Up entsprechend zu sehen bekommen. Mal ganz kurz hier die Trendlinie einzeichnen. Das ist jetzt ein Stundenchart. Blick. So.
wir mal ein bisschen konkretere Zahlen noch an der Stelle. Das Optimalszenario möchte man es vielleicht nennen, was wir hier in dem Zusammenhang vielleicht sehen wollen würden. Ob es allerdings im aktuellen Umfeld dafür reicht, das wäre natürlich, wenn es hier nochmal ein Pull-in gibt, weil wir verhältnismäßig stark überdehnt sind. Es sieht danach aus, als wenn wir schon oberhalb von 4,60 der gestrigen Hochs eröffnen, also Gap up. Eventuell gibt es einen kurzen Flush. Mal gucken, ob der uns in Richtung, wenn er überhaupt, führt er uns eventuell in Richtung hier der 440er-Region, dieser Trendlinie eben, die wir hier einzeichnen können. Ich wäre allerdings überrascht, wenn es heute, besonders in dieses ruhige Umfeld, einen entsprechenden Lauf der Art gäbe. Wahrscheinlicher wäre das höchste der Gefühle, möchte ich es mal fast nennen, dass wir in den Bereich hier um vielleicht die 450 setzen. Das ist auch ungefähr der Bereich um den Two-Day Weewop, also das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis der letzten zwei Handelstage an dieser Stelle. Dann an dieser Stelle, an diesem Bereich, das wäre etwas, was wir vielleicht auch als höchstes der Gefühle erwarten können. Wir kennen übrigens auch hier, erkennen die 30-Minuten-Ebene. Wir sehen da dieses extrem starke Volumen. Wir sehen auch hier zum Beispiel gestern schon in der ersten halben Handelsstunde von 15.30 Uhr bis 16 Uhr sehen wir Opening 4,29, im Hoch gehandelt bei 4,44 ungefähr, also 14 Dollar. Pi mal Daumen ungefähr, auch im Bereich der Hochs geschlossen, 14 Dollar, dieser Move gleich zur Eröffnung in der ersten halben Handelsstunde, wir können das mal ganz kurz hier einordnen, das entspricht einer halben ATR, okay, das hat sich erledigt, ich hätte jetzt gesagt, dass das, wenn es eine ATR gewesen wäre, das wären dann allerdings dann 30 Dollar gewesen, nicht nur eine halbe ATR, dann hätte man das durchaus vielleicht auch noch als erstes Indiz, besonders vor dem Hintergrund des anziehenden Volumens hier an dieser Stelle, was dort in die Aktie geflossen ist, da sind fast 2,8 Millionen Stücke reingeflossen, bei eben einem durchschnittlich gehandelten Volumen von, was hatten wir gesagt, 17 Millionen hier, ne? Ja, 17,5 Millionen, anderthalb, 15%, 15-20% ungefähr des täglichen Volumens durchschnittlich in der ersten halben Handelsstunde. Das wäre ein Indiz gewesen, was schon dann frühzeitig darauf hingedeutet hätte, dass sich da vielleicht eine Trendstruktur über den Tag eben tatsächlich etabliert. Aber ich glaube, das ist ein bisschen viel des Guten an der Stelle. Aber unabhängig davon, ob wir jetzt zu solch einem Schluss hier aus diesem Bereich kommen, dieser Break gleich in der ersten Handelsstunde über die vortäglichen Hochs, also der Bereich um 4,40 ungefähr und der Close im Bereich der Tagestiefs zeigt eigentlich, dass dieser Biotech-Bereich, also Moderna an der Stelle ganz besonders eben weiter auf jeden Fall hier von der Long-Seite zu spielen ist. Wie gesagt, das höchste der Gefühle würde ich wahrscheinlich vermuten, würde ich sagen, ist ein Pull-In gegen die 4,50, wenn überhaupt. Ein Stück weit tiefer, Chance-Risiko-Verhältnis technisch wäre vielleicht der 4,40er-Bereich, diese Aufwärtstrendlinie hier, interessant, aber wie gesagt, im derzeitigen Umfeld sieht das nicht danach aus. Das sieht eher danach aus, als wenn wir vielleicht jetzt auch so eine, ich nenne sie mal FOMO-Rally zu sehen bekommen. Also das heißt so eine Fear of Missing Out, dass der ein oder andere Marktteilnehmer jetzt drauf springt und sagt, bevor ich den nächsten Run der Art, so wie wir ihn hier zu sehen bekommen haben, Anfang August verpasse, springe ich eben jetzt drauf und diese kontinuierliche Nachfrage eben tatsächlich diesen bullischen Drive nach sich zieht. Also ihr seht, auf jeden Fall, zwar ist im Einzeltitelbereich ist derzeit relativ dünn, weil wie gesagt die Earnings-Season sich dem Ende neigt, aber nichtsdestotrotz, Moderna ist derzeit wieder einer der heißeren Titel eben tatsächlich im derzeitigen Umfeld und durchaus einen detaillierteren Blick eben tatsächlich wert. Ja, soweit also zu den Einzeltiteln. S&P hatten wir, 4500 das Level, DAX hatten wir die 15,7, Einzeltitel hatten wir jetzt mit Moderna. Ich räume mal hier ganz kurz ein bisschen auf, nehme mal den... So. Im Hinblick auf Tech hat sich das Bild unwesentlich verändert. Wir sind weiterhin sehr, sehr stark überdehnt auf der Oberseite unterwegs, konsolidieren hier auf erhöhtem Niveau aus. Eventuell ist das ein Anzeichen, Indiz dafür, dass wir in irgendeiner Form eben hier Ungemach kommen sehen, Stichwort Taper oder dergleichen. Ich muss allerdings, wie gesagt, sagen, das scheint mir, wie ich es gerade eben zu Beginn schon skizziert habe, eher unwahrscheinlich mittlerweile, dass dort in irgendeiner Form was kommuniziert wird. Ausgehend hiervon, früher oder später, wird es wahrscheinlich dann zu einem Auflösen dieser Konsolidierung, die wir jetzt in den letzten Handelstagen zu sehen bekommen haben, kommen. Solange wir uns oberhalb hier von 15.500 Punkten im Nasdaq halten können, ist damit zu rechnen, dass wir eher früher als später diesen bullischen Breakout zu sehen bekommen und oberhalb von 15.700 Punkten, also jetzt die jüngst markierten Allzeithochs, ist dann damit zu rechnen, dass wir den nächsten psychologischen Meilenstein eben
anlaufen, überlaufen, an der Stelle eben über die 16.000er Marke, an dieser Stelle eben dann entsprechend laufen oder beziehungsweise diesen Bereich um die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung eben antesten, was wiederum natürlich schon ein bisschen die Frage aufwirft, ob dann hier die jüngst von mir skizzierten Short-Szenarien, zum Beispiel für Einzeltitel wie Nvidia, hier so eine attraktive Überlegung sind. Also ich glaube weiterhin eigentlich, dass wir noch verhältnismäßig stark überdehnt sind, aber einen schärferen Pull-In hier mit einem Test der 200er-Region und tiefer eben in solch einem stark insgesamt starken Tech-Umfeld ist schon ein gewagter Trade an der Stelle. Also beziehungsweise vielleicht sogar besonders, ausgehend von den aktuellen Kursniveaus, gegen die 2,35, 2,40 hätte sich das alles ein bisschen anders dargestellt. Diesen Bereich sind wir aber leider nie angelaufen, sondern driften jetzt hier so ein bisschen nach unten im übertragenen Sinne. Also sehen so diesen bärischen Drive einerseits schon, aber andererseits eben nicht wirklich in irgendeiner Form ein, wie soll ich das nennen, Crash-Modus ist das falsche Wort, also einfach eine dynamische Korrekturbewegung, sondern wir sehen einfach nur, dass das Nvidia vielleicht so ein bisschen ahead of itself gelaufen ist, ein bisschen überdehnt auf der Oberseite einfach war, sich jetzt im aktuell konsolidierenden Umfeld so ein bisschen wieder an ein faires Bewertungsniveau heranhangelt, aber eine tiefere, schärfere Korrekturbewegung, davon sind wir definitiv sehr, sehr weit hier an der Stelle entfernt. Und deswegen muss ich sagen, wenn jetzt nicht noch was ganz Überraschendes passiert, irgendwie ein scharfer Pop auf der Oberseite oder sowas, dann würde ich diesen kurzfristigen Short-Gedanken erst einmal auf die lange Bank schieben und auf ein etwas günstigeres Umfeld insgesamt eben erstmal abwarten wollen. So, blicken wir mal kurz auf den Euro im Devisenbereich. Guck mal ganz kurz in die Chatbox. Okay, also wie gesagt, wenn ihr Fragen haben solltet, ja, dann stellt diese sehr, sehr gerne in die Chatbox. $1.18 konnte gehalten werden. Gestern, Moment, wir kriegen vielleicht mal hier in diesem Bereich. Natürlich ein eher choppiges Umfeld hier, das war dann rund um die Pressekonferenz mit Frau Lagarde. Irgendwie Taper, irgendwie kein Taper, kurzer Spike irgendwie auf der Oberseite. Also wie gesagt, was auch immer dort, irgendwelche Algos in dieses Release, in dieses in diese Leitzinsentscheidung hineininterpretiert haben. Wie gesagt, ich bin da nicht wirklich fündig geworden. Alles in allem muss man auch sagen, dass das war ein sehr, sehr volatiles Event. Mal wieder, was jetzt nicht wirklich besonders anmutet vor dem Hintergrund eben der Nichtsaussagbarkeit, die dort eben mittlerweile im Einzug gehalten hat. Also auch wenn, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, auch wenn Frau Lagarde ja irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, Positives unterstellt wird oder Positives mit ihr und den Notenbanksitzungen mit ihr eben verbunden wird, weil man sagt, naja, eigentlich ist sie ja keine klassische Notenbankerin, eigentlich ist sie keine Ökonomin an dieser Stelle und demnach macht die das eigentlich sehr, sehr solide. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mich mit diesem Gedanken immer weniger anfreunden. Anfreunden kann ich mich nicht, ich habe mich aber mit der abgefunden, so möchte ich es vielleicht mal sagen, das ist ja auch in der Politik mittlerweile so, dass man ja heutzutage nicht mehr, wie soll man sagen, dass man nicht mehr wirklich nach Kompetenz irgendwelche Posten zu vergeben scheint, sondern dass das hauptsächlich eben irgendwelche Beziehungen sind, irgendwelche Vetternwirtschaft, die da stattfindet an erster Stelle, das hat wenig irgendwie mit Qualität zu tun oder sonst dergleichen und dass man dann eben in diesen Modus übergeht, man wählt das kleinere Übel zum Beispiel, jetzt im Hinblick auch auf die Bundestagswahl, ich finde das zutiefst verstörend, ich finde das irritierend. Aber auf jeden Fall muss man sagen, die Volatilität, die hat doch deutlich abgenommen, auch rund um diese Notenbank-Sitzung insgesamt, die dann eben stattfinden, die Pressekonferenzen dann an dieser Stelle eben auch mit Frau Lagarde ganz besonders. Deswegen, also wenn wir uns hier mal diese Kerze anschauen, wir reden um 13.45 Uhr vom Release, da lagen wir bei 18.28 Uhr, im Hoch wurden wir dann gehandelt hier auf 18.40, also 12 Pips höher. Das könnte man jetzt noch dahingehend argumentieren, dass man sagt, naja, das war eine Notenbank-Leitzinsentscheidung, von der ja nicht viel erwartet werden durfte, aber selbst die Pressekonferenz hat dann nicht große Volatilität begünstigt. Also wir sind dann erstmal hier übergerollt, konnten uns aber wiederum gegen die 1,18,06,05 stabilisieren. Das bedeutet also etwas anders formuliert, wir haben hier einen Push gesehen von 35 Pips, sind wieder auf Ausgangsniveau gelaufen und als die Pressekonferenz vorbei war, standen wir genau da, wo wir auch diese Pressekonferenz begonnen haben. Also das heißt absolut nichtssagend.
Was wiederum unterstreicht, dass ich mit dieser Einschätzung, dass da auch nichts im Hinblick auf eine konkrete Zahl, im Hinblick auf einen Taper und eine Reduktion der Anleiheaufkäufe kommuniziert worden wäre, weil das hätte wirklich einen scharfen Push auf der Oberseite eigentlich nach sich ziehen sollen. Das bedeutet also, dass es nichts anderes als ja, fadenscheinig, Larifari, im Grunde genommen irgendwie, ja, man überlegt halt, dass man nimmt es wahr, dass da irgendwie der Inflationsdruck, nächste Frage bitte im übertragenen Sinne. Und genau diese Nullkonkretisierung an dieser Stelle offenbart dann eben auch, dass wir am geldpolitischen Kurs seitens der EZB nichts verändert sehen und dass das auch in keinerlei Hinsicht aktuell hier etwas mit dem aktuellen Kursverlauf seitens des Euro-US-Dollars zu tun hat, sondern dass besonders diese Aufwärtsbewegung, diese Bewegung, von der ich ja gestern schon sprach, gegen die 1,17er Region zurück bis in Gefilde um 1,19, wo wir dann hier kurzzeitig dieses Austoppen zu sehen bekommen haben, eher auf US-Dollar-Schwäche zurückgeführt wird. Und dann auch nochmal beschleunigt wurde natürlich hier, das war galt ganz besonders am 27. August mit den Ausführungen von Jay Powell in Jackson Hole. Demnach hat sich auch jetzt ausgehend von dieser Kommunikation im Hinblick eben auf den Ausblick für den Euro, US-Dollar, nichts geändert in irgendeiner Form. Also das heißt, der Bereich um 18,50, in dem wir hier aktuell gerade verharren, ist weiterhin ein Bereich, den man für Short-Engagements realistisch in Betracht ziehen kann, vorausgesetzt, weniger man hat jetzt in irgendeiner Form eine skeptische Haltung gegenüber dem Euro, sondern eher man hat wieder ein eher bullisches Bild, was man für den US-Dollar skizziert. Und wenn ich jetzt den 18,50er Bereich hier aus diesen Gefilden shorte, habe ich meinen Stop allerspätestens oberhalb hier der 19, 19,10 vielleicht, etwas runder, oder beziehungsweise konkreter, und würde dann auf der Unterseite eben darauf gehen, dass wir mindestens nochmal einen Test der 1,18 zu sehen bekommen, eher den Bruch darunter. Sofern es solch einen Bruch darunter geben würde, wären weitere Ziele dann um 17,50, dann um 17 auf der Unterseite und dann eben im Bereich hier um 1,16 dann anzuvisieren. Wäre mit Sicherheit auch etwas, was im Interesse der EZB wäre, einen eher schwachen Euro hier an dieser Stelle zu sehen zu bekommen. Vielleicht hat man auch deswegen vermieden, eine entsprechend konkrete Rhetorik jetzt im Hinblick eben auf die Reduktion der Anleiheaufkäufe zu kommunizieren. Ja, das wäre es für den Euro gewesen. Also es gibt nichts Spektakuläres zu sagen. Trading-technisch nett formuliert eine einzige Katastrophe. Also überhaupt nichts, was hier in irgendeiner Form derzeit attraktiv ist. Und man hat auch hier aus dieser Perspektive eben das Gefühl, dass man wirklich alles in der Macht Stehende der aktuellen Machthabenden, besonders seitens der Notenbanken, eben alles in der Macht Stehende dafür tut, die Volatilität am Markt nahezu im Keim zu ersticken, die sämtliche Nervosität irgendwie aus dem Markt rauszubekommen. Das lässt sich auch, das haben wir ja durchaus in der jüngeren Vergangenheit jetzt schon gesehen, das lässt sich auch für eine gewisse Zeit aufrechterhalten. Das heißt also, wir sollten an dieser Stelle derzeit nicht zwangsläufig und auf Gedeih und Verderb und mit der Brechstange darauf wetten, dass die Volatilität ansteigt. Also das bedeutet anders formuliert, jetzt beispielsweise aggressiv Long-Positionen im Vola-Bereich aufzubauen, irgendwie den VIX zu kaufen beispielsweise oder dergleichen. Es gab einen legitimen Grund davon auszugehen, dass die Vola anzieht, aber die Anzeichen verdichten sich, dass man eben versucht, jegliches Aufkeimen von Unsicherheit im Keim sofort zu ersticken. Und das ist etwas, das sollte man einfach dann wahrnehmen und dann eben entsprechend warten, bis früher oder später ein ganz klares Signal geliefert wird, bis eben im übertragenen Sinne der Korken aus der Flasche fliegt. Aus welchen Gründen auch immer begünstigt und dass dann infolgedessen Volatilität eben auf den Weg gebracht wird. Aber derzeit verdichten sich nochmal die Anzeichen sehr klar, dass man alles in der Macht Stehende eben der Machthabenden zu tun scheint, irgendwie sämtliche Volatilität, Unsicherheit und dergleichen aus dem Markt herauszubekommen. Und das sollten wir einfach als gegeben hinnehmen und dann ausgehend hiervon einfach entsprechend uns unsere Spots suchen, beziehungsweise eben sehr selektiv vorgehen bei unseren jeweiligen auch Erwartungshaltungen, also unsere Erwartungshaltung anpassen, beziehungsweise sehr selektiv im Hinblick auf die Assets, die wir eben traden. Also zum Beispiel Euro-US-Dollar ist komplett raus, also trading-technisch, Vola-technisch einfach mega unattraktiv. Hauptsächlich tradest du im Hinblick auf den Euro-US-Dollar, wie wir es gerade herausgestellt haben, ja beispielsweise den US-Dollar. Dann wiederum sind wir eher bei Gold an dieser Stelle, einfach weil Gold eine wesentlich attraktivere Struktur einfach aufwirft, beziehungsweise eben klarere Level, möchte ich mal sagen, und deutlichere Trendstrukturen eben dann auch offenbart. Ich hatte es gerade eingangs gesagt, wir sind in den Bereich zurückgelaufen hier.
von 1800 US-Dollar. Eine wirkliche Aufhellung sehen wir allerdings erst, wenn wir einen Wochenschluss jetzt oberhalb von 1810 zu sehen bekommen. Sofern wir es nicht schaffen, oberhalb dieser oberen blaufarbenen Linie hier zu schließen, besteht die Gefahr, dass wir nochmal einen Rollover hier zu sehen bekommen und dann diese Region um 1780 US-Dollar pro Fein Unze eben tatsächlich anlaufen. Das heißt also hier dieser Unterstützungsbereich dann nochmal getestet würde. Sollte er dann brechen, dann wäre in diesem Zusammenhang weiterer Abgabedruck denkbar, der uns bis 1750 führt. Haupt-Key-Event natürlich in der kommenden Handelswoche, ganz klar, am Dienstag ist es, ich muss mal kurz gucken, 14. ist es dann. Der 14. September kommen die Inflationszahlen, werden um 14.30 Uhr veröffentlicht. Und ja, also das heißt, dass bis dahin ist eventuell mit wenig Volatilität zwar auch in Gold zu rechnen, allerdings haben wir dann ein potenzielles Key-Event, welches dann hier in der Lage wäre, entsprechend eben Volatilität zu begünstigen. Sollte die Inflation, ich kann das ja nochmal ganz kurz hier zeigen, die Inflationszahlen, die hier veröffentlicht werden, also hier sehen wir auch bei Trading Economics, 14.09., sollten wir dort einen leichten Downtick zu sehen bekommen, dann wäre das natürlich etwas, was hier vielleicht auch den Druck so ein wenig von der Fed nehmen würde, geldpolitisch aktiv zu werden, beziehungsweise zumindest rhetorisch in irgendeiner Form ein Taper in Aussicht zu stellen. Könnte sein, dass ein leichter Downtick in der Inflation infolgedessen eben einen bullischen Impuls im Gold nach sich zieht. Interessanter würde es allerdings viel mehr werden, wenn wir einen Print zu sehen bekommen, der deutlich oberhalb hier von 5,4% liegt, also irgendwo bei 5,7, 5,8%, vielleicht sogar bei 6%. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber das wäre wirklich ein Blockbuster, weil dann hätten wir mit Sicherheit aufkeimende Taper-Spekulationen. Und das Interessante ist, dass wir mit solch einem Spike in der Inflation auf der Oberseite natürlich auch kurzzeitig dann potenziell Spikes in Zinsen erwarten dürften. Also das bedeutet dann im Hinblick beispielsweise, ich gehe mal ganz kurz hier drauf, 10-jährige Zinsen in meinem Chart, dass wir dann realistisch in Richtung und auch über, also hier 1,38% eben und zurück über das 1,4% Level spritzen könnten. Und sofern sowas stattfindet, wäre das natürlich etwas, was dann im Hinblick auf Gold hier einen bärischen Impuls nach sich zieht und einen Test der 780, also das heißt einen deutlicheren Druck oder Schub zurück unter das 1800er Level. Erstmal muss natürlich Inflation so veröffentlicht werden und dann müsste das auch entsprechende Reaktionen nach sich ziehen. Wie gesagt, bis dahin bleibt es ruhig, aber das ist auf jeden Fall um ein Vielfaches spektakulärer, aktuell mit Sicherheit und spannender zu erwarten, als das, was uns eben im Euro-US-Dollar eben ansteht. Ähnliches bekommen wir auch dann hier in Silber eben tatsächlich zu sehen. Da toppen wir jetzt so ein bisschen aus gegen diesen Bereich, diese Widerstandsregion, die wir hier ja auch zum Thema gemacht hatten. Das heißt, wir rollen jetzt hier gegen den 24-30er Bereich auch so ein bisschen über. Wenn wir zurück unter die 24 fallen würden, das wäre hier unten tatsächlich dieser Bereich, dann könnte das nochmal stärkeren Abgabedruck nach sich ziehen. Dann würde der ein oder andere hier auf eine Trendumkehrstruktur sicherlich dann zu sprechen kommen. Also das gilt ja ganz besonders, wenn wir unter die 23,80 hier rutschen. Im Sequenz steigender Hoch, steigender Tiefs, die ist hier erkennbar durch diese Aufwärtstrendlinie. Dann prallen wir gegen die ganz übergeordnete hier ab. Das ist die türkisfarbene Trendlinie. Brechen unter diese Trendlinie hier und, naja, würden jetzt eben rein markttechnisch betrachtet, so könnte man sagen, eben eine Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs etablieren, sofern wir unter die 23,80 brechen würden. Also dieses gerade bärisch skizzierte Szenario mit dem Schub auch in Gold unter die 1780, das wäre gleichbedeutend mit eben dem Fall unter die 23,80 hier in Silber. Schauen wir einfach mal. Also auch das wäre sicherlich ganz interessant, weil es dann nämlich hier durchaus nochmal realistisch ist, dass wir diese Region um roundabout 23 nochmal anlaufen eben tatsächlich. Okay, ich lese gerade, ich lauere bei Euro-US-Dollar auf jeden Fall nochmal auf einen Test der 1,18. Davor ist mir alles zu riskant. Also das heißt dann von der Long-Seite eben tatsächlich wahrscheinlich. Das heißt also, wenn wir jetzt hier nochmal Push auf der Unterseite zu sehen bekommen, dass wir nochmal diesen Bereich um 1,18 anlaufen, sollte dann halten, wäre dann nochmal Überlegung, sich long zu positionieren. Dann vielleicht auch mit engem Stop, weil du relativ zügig ja weißt, dass mit einem Drop unter die 1,18 dieser bullische Modus nicht mehr gegeben wäre und dann kommst du mit einem relativ kleinen Risiko in den Trade, der darauf abzielen würde, sich Richtung 1,19 aufzumachen. Ich muss allerdings gestehen, ich persönlich, allerdings ist das wahrscheinlich auch eher so ein aktueller Bias in Bezug auf den Euro insgesamt,
Ich bin eher für den Euro skeptisch, wobei das viele auch mit meiner aktuellen Haltung gegenüber dieser Gesamtsituation, in der wir uns einfach wiederfinden, eben zu tun hat. Und demnach würde ich eher den Break unter die 1,18 sehen. Aber wenn die halten würde, wie gesagt, aus rein tradingtechnischer Perspektive, dann wäre hier mit Sicherheit nochmal so ein kurzer Lauf in Richtung der 1,19 einzukalkulieren. Vorausgesetzt natürlich, das wäre weniger Euro stärker als eben eher US-Dollar Schwäche wahrscheinlich. Vorausgesetzt, dass der US-Dollar sich dann infolge der jetzt zu erwarten Kommunikation seitens der Fed dann eher schwach präsentiert. Ja, und dann final werfen wir hier noch einen Blick auf Bitcoin. Nicht, dass sich hier groß etwas verändert hätte, aber wir laufen jetzt hier nochmal einen ganz interessanten Bereich an. So. Kurz gucken. So, sehr schön. Zweckentfremden wir doch mal hier die Linie. Das ist so der Bereich 46.000, vielleicht ein Stück weit tiefer, so diese Region um diese Tiefs hier, die sich herauskristallisiert haben nach diesem Flash Crash, den wir am Dienstag zu sehen bekommen haben. Dieser scharfe Push auf der Unterseite. Seitdem sehen wir das Ausbilden hier einer ganz klaren Trading Range zwischen 47.500 und 45.500, also zwischen um die 2.000 Dollar Trading Range. Kurzer Versuch hier auf der Oberseite auszubrechen, abgewendet worden. Das war gestern spätabends noch, ja, ne? 19 Uhr, so Pi mal Daumen. Rückten wieder ein in diese Range. Jetzt laufen wir nochmal das untere Ende der Range an. Ganz interessanter Bereich für kurzfristig agierende Trader, finde ich, weil dieser Bereich hier eventuell sogar eine Möglichkeit bietet, sich Chance-Risiko-Verhältnis technisch attraktiv zu positionieren, in Erwartung, dass es mindestens nochmal einen Bounce in Richtung der 47,5, vielleicht sogar einen Schub höher gibt aus diesen Gefilden. Also das heißt, wenn wir jetzt diesen Bereich hier um 45,8, 45,7 anlaufen, aber halten können, könnten wir wahrscheinlich mit einem Stop unterhalb von 45.500 US-Dollar mit kleinem Risiko in einen Trade in Bitcoin hier reinkommen, um dann eben darauf abzuzielen, nochmal einen Bounce gegen diese untere Range-Begrenzung nach oben zu sehen zu bekommen. Wenn du gegen die 45.7, 45.8 entsprechend dich dann mit Stop 45.5 positionierst, dann hast du an der Stelle ein Risiko von 200, 300 US-Dollar. Sie zielt auf der Oberseite, aber auf eine Chance von 2.000 Dollar ab. Also das heißt, etwas anders formuliert, du hast ein CRV in der Größenordnung 5, 6, 7 zu 1 eben, was ich denke ganz attraktiv ist, trotz dieses eher gewöhnungsbedürftigen Umfelds, in dem wir uns hier eben tatsächlich bewegen. Ich bleibe allerdings, wie auch gestern schon gesagt, ich bleibe allerdings für Bitcoin weiterhin eher positiv. Ich denke, dass das einfach eine massive Übertreibung war und dass wir auf solch einen Flash-Crash hier eher damit rechnen sollten, dass es dann früher oder später zu einem Rücklauf vielleicht sogar in Richtung der 50.000er-Region kommt. Also Schlüssellevel, wir laufen den jetzt vielleicht sogar an, ist definitiv diese Region und deswegen bin ich auch eher long gegen diesen Bereich mit einem engen Stop. Wenn wir unter 45,5 rutschen würden, wäre das eher ein bärisches Signal. Sollte es zu diesem Break kommen, dann wäre natürlich relativ zügig nochmal denkbar, dass wir diese Tiefs anlaufen. Aber in Summe muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich derzeit eigentlich eher auch durch diesen zunehmenden Run, der vielleicht auch jetzt die entsprechende mediale Berichterstattung im Hinblick auf El Salvador und dergleichen, könnte mir eher vorstellen, dass vielleicht hier gegen diese auch relativ klar technisch ausmachbare Region technisch agierende Trader eben und dann vor allem Kleinanleger, Privatanleger eher sich long positionieren in Erwartung, dass es zu einem Bounce kommt. Ich habe jetzt keine genauen Statistiken, aber in der jüngeren Vergangenheit war es so, dass besonders über Wochenenden gefühlt sich eher so ein bullischer Bias eben in Krypto wiedergespielt hat. Das stimmt nicht. Ich glaube, es gab auch mal ein Wochenende, da gab es ein regelrechtes kleines Blutbad, ein richtiges Massaker tatsächlich dort im Bitcoin-Bereich. Aber in Summe, wie gesagt, also dieser Bereich, glaube ich, bietet sich chance-risiko-verhältnistechnisch durchaus interessant für die Long-Seite an. Wir haben ein klares Level, gegen das wir riskieren und spielen dann einfach auf den Bounce, wenn er stattfinden sollte, in Richtung erstmal der 47.500er Region. So, ja, das also für Bitcoin. Wir können mal ganz kurz hier noch einen Blick werfen auf Ethereum. Natürlich ein sehr, sehr ähnliches Bild an der Stelle, wobei Bitcoin vielleicht sich etwas klarer darstellt von der Gesamtstruktur her.
Hier wäre es wahrscheinlich so die Region um 3.300 ungefähr. Was man natürlich auch machen könnte, um das Ganze vielleicht dann auf Ethereum angewendet, so ein bisschen abzusichern, könnte natürlich sagen, wir haben hier eine Abwärtsstruktur. So. Haben hier einen Abwärtsmodus. Und ich mache mal kurz Folgendes, einen Augenblick. So. Was wir auch machen könnten, abwarten wollten vielleicht, wäre, positionieren uns nicht zwangsläufig gegen diesen Bereich Long, sondern wir warten ab, dass wir über 3,4, man kann es auch hier erkennen, so, da ist die 3.400er Region, über diesen Bereich zurücklaufen, oberhalb konsolidieren. Und wenn das dann gelingen sollte, dann ist nicht nur diese Abwärtsstruktur gebrochen, sondern wir haben eben auch eine klar bullische Konsolidierung oberhalb von 3.400. Wir auch mit relativ kleinem Risiko reinkämen in den Trade. Also wir sehen hier, das ist der Bereich 3.350. Das heißt also, wir haben etwa $50 Risk an dieser Stelle, haben dann einen Bruch dieser Abwärtsstruktur auf den Weg gebracht, dieser kurzfristig sich über den heutigen Handelstag etablierten, und würden auf der Oberseite dann hier auf einen Lauf zurück in Richtung vielleicht der oberen Region hier 3.550, beziehungsweise einen Bruch höher vielleicht sogar gehen. Also das wäre vielleicht im Bereich, dann nämlich erste Teilgewinn mit oder bringt erste Teilgewinne Teilgewinnmitnahmen auf den Weg. Würde allerdings eher darauf spekulieren, dass es zu einer Rückeroberung dieses Bereichs kommt, in Erwartung, dass es dann hier vielleicht zu einem Run zurück in Richtung 3,7 oder vielleicht sogar noch höher tatsächlich reicht. Das wäre vielleicht auch ein ganz, ganz interessantes Szenario an der Stelle. Wie gesagt, 3, was hatten wir gesagt? 3,5 war das hier. Ne? Ja, 3,55. 3,55, das sind also roundabout $150 an der Stelle. Also haben aus dem Bereich schon entsprechend ein CAV von 3 zu 1. Und wie gesagt, hätten ja durch eine sehr starke Widerstandsregion hier einen Grund, weiß ich nicht, baue eine Position auf X Kontrakte, würde dann hier an der Stelle irgendwas zwischen 25, 50% irgendwie am Teilgewinn mit einem auf den Weg bringen. Weiß nicht, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, vier Kontrakte oder dergleichen kaufe, dann hätte ich in diesem Moment hier 50% Teilmitnahme, also würde zwei Kontrakte rausnehmen, den Rest auf Break-Even trailen und würde einfach dann die anderen zwei Kontrakte stehen lassen, in Erwartung vielleicht, dass es hier zu einem Lauf in Richtung der 3,7 oder beziehungsweise sogar höher kommt eben tatsächlich. Hätte allerdings über diese Gewinnmitnahme hier Teilgewinnmitnahme schon einen kleinen Cashflow in Anführungsstrichen generiert. Ja, soweit. Wäre es das, soweit wäre es das tatsächlich meinerseits gewesen. Schau jetzt noch mal ganz kurz, vielleicht noch mal ein kleiner Blick auf Tesla. Wir hatten ja Tesla durchaus hier zum Thema gemacht, als eher auch bullischen Kandidaten. Diese Aufwärtsstruktur, die konnte weiter gehalten werden, diese pinkfarbene Trendlinie. Da laufen wir jetzt relativ zeitnah, laufen wir hier in einem starken Widerstandsbereich in 87, 800 eben tatsächlich. Und wenn der rausgenommen wird, dann sind wir eigentlich auf the races. Also dann ist der Bereich Allzeithoch sehr, sehr realistisch, dass wir diesen nochmal anlaufen. Quartalszahlen, die von Tesla veröffentlicht werden, ich muss mal ganz kurz gucken. Es dauert noch ein bisschen, glaube ich, aber Ende Oktober. Tesla Earnings Q3. Termine Q2, 26. Juli, 3 Monate später, vermute ich mal, ja, irgendwie so in der letzten Oktoberwoche, haben wir hier Tesla Earnings. Also, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da kommen wahrscheinlich vorher noch Delivery Numbers, vermute ich mal. Müsste ich jetzt auch nochmal ganz genau schauen, aber das könnte durchaus sein, dass das dann vielleicht sogar der Breakout-Treiber ist, vorausgesetzt, oder beziehungsweise, erstens natürlich, es bleibt ruhig. Querstrich, es wird keinerlei irgendwie Taper oder sonst dergleichen seitens der Fed ins Spiel gebracht. Wie gesagt, was eher unwahrscheinlich anmutet gerade. Und das ist in Kombination dann, besonders bei starken Earnings, die vielleicht veröffentlicht werden, eben genau dann der Wegbereiter für diesen Break höher und dann eben den Run in Richtung Allzeithoch. Also das heißt, die Schlüsselregion 780, 800, in diesem Bereich stoßen wir aktuell vor. Was hier an der Stelle vielleicht jetzt dann wünschenswert für den einen oder anderen wäre, wäre natürlich, wenn wir hier so ein Pull-in zu sehen bekommen würden. Nochmal, sofern es dann zu einem Abprall gegen diese Region kommt, dass wir dann vielleicht hier die 720er Region als interessant für Long-Engagements in Antizipation des Breaks höher eben hier in Betracht ziehen. Also das vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen auch längerfristig agierenden ganz interessant. Und ja, das wäre es soweit tatsächlich meinerseits dann für diese Woche gewesen.
Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes, erholsames Wochenende. Und für die letzten Handelsstunden dieser Woche, Happy Trading, passt so viel Stops auf. Wir hören uns am Montag wieder, 10.30 Uhr zum Morning Meeting hier, gemeinsam mit Markets. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, bis dahin lesen wir entweder unterhalb des Videos in der Chatbox oder auf der Website, wie gesagt, im Forum oder schickt mir eine Mail oder. Wir finden auf jeden Fall zusammen. Also, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Bis Montag, 10.30 Uhr. Bis dann. Und tschüss.